herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mein Ekohof. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, wir haben ein paar Sachen zu besprechen. Wir haben ein paar Sachen zu erledigen. Oh, Fleisch habe ich auch noch gemacht. Genau, ich habe hier im Wägelchen habe ich noch ein paar Treppen drin. Und ihr seht, wir haben wieder ein Lagerproblem. Denn ja, ich musste wieder mal Lager ausbauen. Das war ein bisschen blöd. Wo fange ich an, euch Sachen zu zeigen? Mit was fange ich an? Mit was fange ich an? Mit was fange ich am besten an? Ich zeige euch erstmal, was in der Mine passiert ist. Und zwar in dieser Mine. Denn, ja, ich kann schon mal vorwegnehmen, das werden wir uns gleich natürlich auch noch anschauen. Ich hatte Recht oder Glück oder meine Vorhersage war korrekt, was das Eisen angeht. Und ihr seht es schon, ich musste ein weiteres Endlager errichten. Wir haben also jetzt hier ein weiteres Endlager mit entsprechender Platzverschwendung und Eisen gesammelt. Und ihr seht es hier also, ne, das erste ist schon fast komplett voll. Das ist echt krass. Und da sind wir noch bei weitem nicht bei dem Eisen, was wir brauchen, um die Blast Furnace zu bauen. Die würde ich allerdings jetzt wirklich gerne als erstes bauen, weil die ganzen anderen Sachen, die wir in den Städten bauen und so, würden ansonsten diese Umweltverschmutzung verursachen. Ich will mal kurz schauen, ob wir bis jetzt auch alles noch richtig gut hier unten haben. Deswegen machen wir mal kurz Umweltdaten, Verschmutzung, Bodenverschmutzung und im Moment sieht es gut aus. Es sieht so aus, als wäre mein Plan aufgegangen. Das ist übrigens immer noch ein komischer Bug hier. Also wer mir sagen kann, woran das möglicherweise liegt, dass ab und zu beim Übergang von den Rampen man da hängen bleibt, das wäre quasi formidabel, wenn das jemand wüsste. So, dann müssen wir Skillbücher mal eben lernen. Das machen wir auch mal beim Abwasch. Die müssten ja auch mittlerweile fertig sein. Und dann packen wir hier mal kurz noch das Eisen rein. Und da sind wir schon fast bei 100. Wie wir das hinbekommen haben, zeige ich euch. So, den Bogen packen wir mal weg. Den Bogen packen wir mal weg, sagte ich. Und dann lernen wir jetzt einmal Müller. Also Milling und Papiermühle. Da packen wir die Bücher wieder rüber, damit ich weiß, dass ich schon gemacht habe. So, und dann einmal anklicken, nochmal klicken. Und dann gehen wir da auch direkt da die Punkte rein. Papiermühle. Damit können wir dann Papier herstellen. Ich nehme an, dass wir auch noch einen eigenen Tisch brauchen. Das weiß ich noch gar nicht. In der Richtung, ich weiß nicht, gab es das damals noch nicht? Oder hat das von uns niemand gemacht? Das weiß ich gerade gar nicht mehr. So, dann haben wir die Punkte vergeben. Das passt auch alles. Dann kommt hier natürlich noch Glassworking, Bricklaying, haben wir noch nichts gemacht. Da müssen wir Clay suchen. Ich glaube, Clay, meine sehr verehrten Damen und Herren, draußen an Empfangsgeräten, gibt's im Dschungel. Tja. Self-Improvement könnten wir eigentlich auch mal langsam machen. Das reduziert ja den Kalorienverbrauch. Aber früher war es halt so, da können wir noch mehr tragen. Ich spare den Punkt mal lieber auf. Ich glaube, es könnte noch wichtige Punkte geben. Wichtigere Punkte. So. Und ja, wir müssen quasi jetzt wirklich in die Richtung gehen, weil sonst die ganze Welt uns hier verpesten. Wenn wir uns die ganze Welt verpesten, würde ich sagen, wir machen das Lambas-Killbook. Dazu brauchen wir noch 40 Unox insgesamt und Stoff. Jetzt habe ich den Stoff, glaube ich, nach oben geschleppt. Kann das sein, dass ich den hier gar nicht mehr hier habe? Gut, wir müssen eh Unox holen. Ich nehme mal den Wagen mit. Denn sonst können wir so viel nicht schleppen. Der eine oder andere hat sicherlich auch gefragt, warum ich nicht einfach mal diesen Weg hier neu mache, weil ich den ja so oft fahre und so. Hast ja recht. Und ich glaube, diese Birken hier werden nicht wachsen. Da habe ich zumindest ein schlechtes Gefühl. So, pass auf. Dann nehmen wir erstmal die Junlocks mit, die wir brauchen.
ruhig ein paar mehr mit. Und vielleicht noch ein bisschen Holz zum Reparieren. Das können wir auch immer gebrauchen. Und dann hatte ich, glaube ich, den Stoff hier oben hingepackt. Zumindest aber ist jetzt unser Nähtisch doch auch hier oben, ne? Genau. So, wir brauchen Kloss. Dafür brauchen wir die Pflanzenfasern. Ich dachte, die hätte ich hier drin. Die habe ich auch hier drin. Warum nimmt er die denn nicht? Ah, ist noch nicht verbunden. Okay. So, und wir brauchen für das Rezept 20 Stoff. Machen wir mal 4. 3. 2. Okay, wir gehen mal ein paar Pflanzenfasern holen. Und dann wird es Zeit, dass wir so eine Küche und solche Sachen bauen. Aber ihr seht, dafür brauchen wir alles. Ah, das ist... Oh Mann, ich will das alles jetzt schon machen. Large Window, Lumberdor, Maschinist Table. Den brauchen wir. Und dann brauchen wir nochmal 30. Ja, und dafür brauchen... Dafür brauchen wir Mechanics und nicht... Hä? Hab ich das falsch? Warte mal, Mechanics... This kill has been hasn't researched by anyone yet. Ach, dann brauchen wir 20 Kofferbarren, 5 Water Wheels und 20 Eisenbarren. Okay. Und am Maschinisten-Table können wir dann die Assembly Line machen. Das Maschinistentable bedarf eines Tier 2 Raumes. Und dafür brauchen wir Lamba. So hatte ich mir das überlegt. Und deswegen Lamba. Okay. Wir gehen mal eben ein bisschen Gras mähen. Wir haben nämlich hier vorne eine wunderbare Wiese, bei der es immer so leckt. Und ich nehme mal an, das liegt daran, dass hier einfach zu viel Gras wächst. So. Wie viele Tiere hier rumlaufen? Das ist echt Wahnsinn. Also das sollte eigentlich reichen an Pflanzenfasern, aber wir können ja jede Menge Stoff da mal machen. So. Ich glaube, der Schneiderberuf ist auch ein relativ dankbarer, ne? Du läufst auch ein paar Mal rum. Mit der Sense. Und dann hast du da jede Menge Sachen schon gesammelt. So, packen wir mal hier rein. Schawupp. Schawupp. Okay. Und dann würde ich sagen, machen wir mal. Sag mal, 40 Stoff. 50. So. Dabei kurz noch die Samen. Was sind das eigentlich für Wurzeln, die hier reinragen? Ist ja ein Baum, der hängt ja halb in der... Ach. Ach. Ich will nicht wissen, wie oft wir da jetzt draufhauen müssen, damit die Wurzeln verschwinden. Oh Mann. Aber den hier, den wollten wir mal loswerden, ne? Das ist echt hässlich. Komm, den machen wir mal weg. Wenn wir auf den Stoff warten. So. Palps brauchen wir nämlich auch wieder eine ganze Menge. Weil die ganzen Rezepte, die haben ja irgendwie dann alle wieder Palps drin. Und wir brauchen auch hier oben beim Nähtisch brauchen wir auch Palps. Deswegen gehen das mal hier. Und auch zum Lambern. Da werden immer diese Äste mit verbraucht. Packen wir mal hier hin. Achso, warte mal. Stoff. Oh, das geht mal langsam. Okay. Wir könnten in der Zeit ja mal eben kurz gucken, was das Getreide macht.
Habe ich einen leichten Frosch im Hals? So, gucken. Denn wir sind ja jetzt Müller. Da brauchen wir natürlich das ganze Getreide. So. Diesmal haben wir, glaube ich, auch genug Samen bekommen. Das bedeutet, wir können dann auch in unsere Küche anfangen, die Tier 2 Sachen reinzubauen. Das Problem ist, wir müssen das dann auch mit Tier 2 Klamotten dann ausrüsten irgendwie. Sollen wir mal schauen, wie wir das am besten machen. Und ich glaube, wir werden jede Menge mehr Getreide noch brauchen. Ein paar Samen haben wir ja noch. Schauen wir die mal dahin. So, das ist auch Korn. Sehr schön. 12 Stoff. Meine Güte, ist das Ding langsam. Habe ich das hier nicht geskillt? Doch, eigentlich schon. Was bringen eigentlich diese Sachen hier? Ein Bear Pack. Ein Bear Pack? Ein Big Pack Pack? Also hier ist nicht, was das bringen soll. It helps you carry more. Ein Bärenpaket. Was habe ich denn für eins? Ein Basic. Aber was ist denn dann mehr wert? Das Bear Pack oder das... Das müsste ja eigentlich das Bear Pack sein, ne? Bigger Backpacks, das ist Anspielung auf WoW. Bison Mount. A fluffy but very dead Bison Head on a... Ach so, das war das ja. Eine schicke Hosen, eine Couch, ein Hut. Faster Backpacks, was ist denn los mit den Leuten? Dann kann ich mir neue, ja, ein Toupet kann ich mir bauen. Schnellere Schuhe. Okay. Aber warum bauen wir denn ein Waschbrett am Schneidertable? Sowas. Gut. Ja, dann können wir gleich lambern. Und dann können wir die ersten Tier 2 Gebäude bauen. Das ist ja formidabel. Aber da werden wir jede Menge Holz fällen müssen. Holz mit Palps. Sodass ich diese Pitches jetzt eigentlich nur noch aus Sand bauen wollen würde, wenn ich ehrlich bin. Und da bauen wir hier eine zweite Etage drauf, macht da so eine Mühle raus oder so. Naja, ich weiß es noch nicht, mal gucken. So. Lamba. Das erste Mal, dass wir Eisen verbrauchen jetzt. So, dann bekommst du mal eben Zugriff auf das Kacht. Und dann stelle mir bitte mal das Lamba-Skillbook her. Hat noch niemand erlernt. Ich gucke es sicher immer noch mal. No one has researched this yet. So, und dann Mechanics. Dafür brauchen wir 5 Wasserräder. Und Kupferdingsbums. Kupfer, 20 Kupferbarren. Und 5 Wasserräder. Die baute man, glaube ich, hier normal, ne? Natürlich nicht. Okay. Dann gucken wir mal eben kurz nach Kupfer. Kupfer ist, glaube ich, auch nicht so einfach zu finden, wie man gerade sehen kann. Tja, wir haben noch 28 Tage und 18 Stunden. Ich spiele einfach zu viel hier. Die ganze Zeit rum. Die Frage ist, wo finden wir noch Kupfer? Wir haben hier noch ein bisschen in der Wand. Das können wir dann schon mal schmelzen. Nice, kein Kupfer. Kupfer war dieser rote Stein. Den habe ich jetzt mit Gneis verwechselt. Oder ist in diesem Gneis Kupfer drin? Nein. Falsch. Okay. Also müssen wir auch noch auf Kupfersuche gehen.
Warten Sie mal eine kurze Sekunde. Wir machen das mal hier wieder andersrum. Nicht, dass ich das vergesse. So, Schmiede ist fertig. Und ihr seht es, also das ist echt Wahnsinn. Wir können jetzt noch eine Schmelzung machen. Dann ist das erste Stockpile mit hochkontaminiertem Giftmüll schon voll. Wie können wir im Moment die Ressourcen sparen? Wir könnten vielleicht... Ja, wir könnten vielleicht so diese Bastelbude erstmal aus Tier 2 Holz machen. Aber ich möchte ja auch noch aus Tier 2 Stein hier was bauen, weil wir viel zu viele Steine haben. Das Problem ist, Tier 2 Stein ist eben nicht wie ich dachte, sondern ist mit Clay und das ist echt doof. Also das heißt, den müssen wir nochmal losziehen, dann müssen wir irgendwo anders noch eine Baustelle aufmachen, noch so ein Vorkommen, wo wir quasi, ja, wo wir dann Clay abbauen. Also quasi eine Mine, so wie wir es für Eisen jetzt schon haben, oder dann für Clay. Cassius Clay? Nein. Der Witz ist so alt. So, und dann packen wir das mal da rein und das da rein. Und jetzt können wir mühlen. Und zwar... Oh. Auch da war auch noch Power Grid. Mal gucken, ob wir da ein Wasserrad hinkriegen oder ob wir da ein Windrad dran machen. Halt. Wir nehmen den Wagen mit. Weil wir in die Mine gehen. Oh, wir müssen auch mal auf Salatsuche gehen. Das ist das nächste Problem. Weil ihr seht, dass meine Ernährung ist nicht mehr ausgewogen. Und ich habe keinen Salat mehr. Könnte ich noch welchen machen? Fiddlehead-Salat. Einen kann ich noch machen. Also wir müssen... Wir wollten ja ohnehin da hinten einen Weg runter machen in den Wald. Und da Salat anbauen, ne? Hatten wir ja gesagt. So, das kommt jetzt mal hier in unser Lager 1. Das ist da, wo der Reparaturtisch steht, ne? Damit wir da immer rankommen. Dann nehmen wir noch ein bisschen Straße mit. Chris, why not? So, dann zeige ich euch mal, was in der Mine passiert ist in der Zwischenzeit. Das Problem ist, dass diese Rezepte, ne, die brauchen echt lange. So, da seht ihr, ne, 5 Punkte allein nur dadurch. Und dann müssen wir mal gucken, wir müssen auch für diese ganzen Kücheneinrichtungen, müssen wir ja, glaube ich, auch irgendwie... Da brauchen wir, glaube ich, auch ganz viele Salate, die wir dafür machen müssen und sowas. So, ich habe hier schon mal ein bisschen verbreitert. Ich habe dann teilweise auch immer wieder angefüllt. Und die Erde, die würde ich jetzt gerne... Wir könnten eigentlich diese Erde jetzt mal behalten. Und mitnehmen. Und dann schon mal da auffüllen, wo wir möglicherweise einen Weg nach unten machen zu unserer Salatfarm, unserer künftigen. Also Salat und Bohnen würde ich gerne da unten in diesem einen Waldstück. Weißt du, wo ich meine? Weißt du. Da würde ich die gerne mal unterbringen. Das ist ja gut, wenn wir hier immer noch ein bisschen Erde abtragen dafür. Weil ich fürchte, wir müssen da sehr, sehr viel... Wir müssen da sehr, sehr viel anschütten oder irgendwie da Wege runterlegen. Ich habe natürlich jetzt keine Rampen einstecken, das war wieder sehr geschickt von mir. Man kennt ihn. Oh, der frisst meine Tomaten, guckst du an. Der frisst die Tomaten auf. Kannst du mir sagen, was du willst. Wer hat denn hier bei dem Weg so geschlammt? Mann, 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 wenn man nicht alles selber macht. So. Ich frage mich, ob wir diese Straßen dann irgendwann austauschen.
gegen, ja, wirklich Teerstraßen oder was einfach lassen, weil es einfach auch schön ist. Ist halt nicht ganz so schnell, aber wir haben es ja nicht eilig eigentlich. Ist ja niemand hinter uns. Oh, Bambi, mach mal Platz. Trink mal gerade einen Schluck. Und ich suche auch immer noch nach einem Platz, wo wir vielleicht so ein Wochenendhäuschen oder unser Haupthaus hinbauen, denn im Moment sind es ja alles nur funktionale Gebäude. Und das Ziel wäre ja... Warte mal, jetzt gucke ich mal eben kurz, wo war denn diese Stelle, wo wir das alles anbauen wollten? Nur eben kurz, wo ist der Player? Hier. Home the Player. So war das hier, ne? Also das heißt, wir müssen gucken, dass wir hier irgendwo runterkommen. Gucken wir eben auf Erevento da. Bienen Yield. Hier. Und Fiddlehead oder Fiddlehead. War das Fiddlehead? Oder war das Fern? Fiddlehead ist Fern. Ja, also in dem Wald hier. Ja. Das heißt, hier irgendwo würden wir dann einen Weg runterbauen. Ein Weg in diesen Wald. Natürlich idealerweise, ohne alles kaputt zu machen, ne? Ich glaube, das ist die beste Variante. Wir waren ja uns so ein bisschen, das war ja nicht so schön. Wir hatten ja gesagt, das ist nicht so schön, dass dieser Berg so ungerade ist. Dann könnten wir vielleicht dann hier so runter. Ist ein kleiner Umweg, von zu Hause aus gesehen ist ein kleiner Umweg, aber ich sehe jetzt nicht unbedingt, dass wir das von hier hinten machen, oder? Wir könnten ja auch eine Straße an der Küste entlang legen, das wäre auch sehr cool, aber... Ja, ich glaube, wir machen das durch die Schlucht. Oder hier runter. Guck mal. Der wird dann zwar nur zwei breit, aber wir werden nicht mit dem LKW, werden wir ja kein Dings holen. Vier breit für den LKW. Warten Sie mal kurz. Das muss ich mal eben kurz anzeichnen. So, also der würde dann, wenn wir hier runter wollen würden, LKW-Breite, die Straßen, die finalen Straßen, werden vier breit sein. So. Also ich sehe jetzt nicht, also gut, dann könnte man... Es ist zu steil hier. Und was wäre noch vorher? Hier? Hier wäre es gut. Ja. Was? Hier runter. Demnächst. Das Problem ist nur, ich habe keine Rampen einstecken. Das könnte ich da schon mal ein bisschen anfangen. Müssen wir mal gucken, wie viel wiegt denn die Erde? Oh, viel zu viel. Gut. Also, von wo gehen wir doch mal von hier? Eins. Könnte man schon bald machen, ne? Wäre nur das Stück hier sehr extrem steil, aber das ginge, glaube ich. Ach, da hupt's auch schon wieder.
So, dann hätten wir ihn natürlich hier auch. Hallo? Warum kann ich jetzt... Also ich kann nur, weil ich die Schaufel drauf habe, nur... Okay, okay, okay. 1, 2, 3, 4. Nicht mal hier. 1, 2, 3, 4. Hä? Und dann hier außen. Von hier dann anfangen runter zu gehen. Hier müssten wir ja noch 4 breit sein für den... Für die LKW-Spur. Das zeichnen wir mal kurz an. 1. Ah, da lag ich schon falsch. Ist ja viel zu weit. Huch. Na gut, wir können ja mitten runtergehen. Das macht ja nichts. Ah, wie groß das wird, ne? Diese Straße. Könnte man aber hier runtergehen. Das ist so noch abenteuerlich, da mit den LKWs hier rumzufahren oder mit den Autos. Aber da geht halt so viel rein. Wir müssen das machen. Ansonsten fahren wir uns hier zu Kindermädchen. So, jetzt, wie versprochen, zeige ich euch zum Abschluss noch die Mine. Und was aus unserer Theorie geworden ist, dass das eine gute Idee sei, das im Sandstone zu machen. Ja. Soaring Liberation Nummer 5. Heißt das Lied. Der Song. So, dann mal auf in die Mine. Ja, und das, da habe ich zumindest jetzt erstmal. Ich will ja den Tag nicht vom Abend loben oder uns, dass wir uns zu früh freuen. Da haben wir wirklich ein bisschen Glück gehabt. Naja, eigentlich nicht Glück, ne? Wir wussten ja, dass, als ich mich dann erinnert hatte, dass das so in den Patch Notes stand, beziehungsweise die haben das in so einem Vorschau-Livestream, haben wir das mal gezeigt. So. Und zwar. Hier sehen Sie das? Hier habe ich ordentlich abgetragen schon. Ich mache mal hier erstmal die Steine weg. 1, 2, 3, 4, 5, dass wir hier ein bisschen besser rankommen. Und dann zeige ich euch es mal. Also wir haben hier jede Menge Vorkommen. I think you see it already here. Ne? Ja, können wir uns freuen. Aber irgendwo noch einen wegmachen, dass ich irgendwo noch besser drankomme. Ja, packen wir den erstmal weg. Ich habe auch draußen jetzt ein Lager aufgestellt. Aber ich denke, wir werden das eh dann doch brauchen, um hier mal ein paar Materialien zumindest zwischenzulagern. Und einfach auch, damit es ein bisschen mehr nach Mine aussieht, ne? So, guck mal, aber hier haben wir Erz. Dann haben wir hier überall Erz. Also solche Flöze gibt es dann immer wieder. Und das kann jetzt sein, dass das eine riesige Kathedrale wird. Warte mal, wir bringen die Steine mal eben weg. Die nehmen sonst zu viel Gewicht weg. Also es kann sein, dass das eine riesige Kathedrale wird. Es kann natürlich auch sein, dass nichts dabei rumkommt, ne? So. Jetzt nochmal ein paar Tomätchen. Aber im Moment sieht es ganz gut aus, würde ich sagen. Oder haben wir hier noch?
Hier. Und da unten geht es schon wieder weiter. Also da können wir jede Menge Eisen rausholen. Das würde ich dann auch direkt weiter schmelzen. Das Killbook, das braucht ja doch noch einen Moment. Und ich würde einfach zwischen den Folgen jetzt noch ein bisschen Erz hier holen, weil das ist, also das ist Hin- und Herfahren und Weg ausbessern und so. Ich glaube, das willst du jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit sehen. Und wir haben so viele Sachen, die wir halt bauen müssen dann als nächstes. Das hier jetzt gehört nicht gerade zu den interessantesten Sachen. Aber du siehst, die Mine lohnt sich. Vielleicht mal hier unten so eine Stufe reinsetzen, aber ich ja ewig dauernd vorlatsche. Komm her. Der Fehler ist echt komisch. Tut mir leid, dass du jetzt wieder halb wach bist. So, ein Stack nehmen wir noch mit auf die Hand. Und ja, da mache ich mich auf den Rückweg. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von Mein Echohof. Dann mit den weiteren Forschungen, die wir da angestrebt haben. Und ich werde einfach noch mal ein bisschen weiter minern. Du siehst, das ist jetzt wirklich nicht spannend. Ne? Also das ist hier, guck mal, da ist auch noch was. Da ist auch noch was. Das ist schon... Hier ist noch mehr. Ja, und ich würde gerne mal das Bearpack ausprobieren, ob wir da wirklich mehr tragen können, im Sinne von 30 Blöcke statt 20 oder so, weil das bringt ja auch schon mal wieder ein klein bisschen was. Tja, ich fahre jetzt nach Hause und sage danke fürs Zuschauen, schlaf gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.